Ob da wohl jemand anhat? Man weiß es nicht. Willkommen, meine Damen und Herren, hier zum heutigen CSGO Overwatch. Eigentlich wollte ich ein neues Macht-Spaß-Video machen, gerade weil wir jetzt ganz frisch dieses Giveaway am Laufen haben. Aber ja, jetzt habe ich den ganzen Tag verdödelt, beziehungsweise nicht verdödelt. Ich habe recht lange geschlafen und meine Freundin und ich haben halt heute viel gemacht. Waren spazieren, waren essen und so weiter. Es war schön, zumal wir uns ja gestern gar nicht gesehen haben. Und das ist halt immer kacke, ne, wenn man sich am Wochenende kaum sieht, da man sich unter der Woche ja schon sehr wenig sieht. Ja, und von daher haben wir halt heute unseren Pärchentag gemacht. Und jetzt gucken wir mal, so ganz gemütlich zum Runterkommen am Ende des Tages, ob wir hier einen kleinen, aber feinen Cheater haben oder nicht. Er bangt hier einfach durch, alles lässig, alles cool. Kann man mal machen, ja. Oh. Ich habe aber alles noch nichts gesagt, alles ist gut. Wobei der, auf den Boden gucker gerade eben echt merkwürdig, ja. Ja, ich dachte noch kurz, ich hätte das Livestream-Overlay an. Ich habe eben kurz nach dem Chat geschaut. Ich wollte schauen, wer gerade schreibt. Ich habe gestern und am Freitag und am Donnerstag ja gestreamt. Deswegen bin ich gerade noch voll auf Livestream-Modus. Ja. Sonst eigentlich ein schönes Wochenende, aber halt ein bisschen wenig mein Girly-Girl gesehen. Beim letzten Overwatch, was haben wir da gegeben? Was waren das? Meine Güte, ich mache jetzt echt selten die Overwatches. Früher habe ich irgendwie in einer Woche mindestens 3 gemacht. Es gab sogar Zeiten, da habe ich jeden Tag 1 gemacht, zusätzlich zu dem restlichen Content. Aber jetzt, was habe ich letztes Mal gedrückt? Es war auf jeden Fall, es war jemand am Cheaten. Es war, ich habe auf jeden Fall was gedrückt. Ich glaube nur Aim oder nur Vision. Ich gucke, dass ich die jetzt wieder so minimal öfter mache. Gerade weil jetzt nämlich, Leute, jetzt kommt's. Es fängt jetzt eine Hardcore-Zeit für mich an. Also eine ganz, ganz, ganz beklemmende, zeitlich bedrückende Zeit. Also, ja. Das ist jetzt so das letzte, der letzte große Haufen, den ich rein arbeits-, studientechnisch, zukunftstechnisch machen muss. Und das nächste halbe Jahr wird jetzt richtig, richtig widerlich. Und das passt mir gar nicht. Ihr wisst ja, Stress und sowas mag ich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich am liebsten gemütlich. Und ja, das wird mir jetzt dieses halbe Jahr schwerfallen, gemütlich zu sein und eben auch Content zu erstellen. Trotzdem versuche ich natürlich, Content zu erstellen. Mir wäre es auch am liebsten, wenn ich euch täglich ein Video hinzaubern könnte. Es kann passieren, dass ich es halt auch mal nicht schaffe. Vielleicht kann ich dann 2 Videos am nächsten Tag pressen. Mal gucken. Ja. Übrigens, willkommen an alle neuen Damen und Herren, die über das Giveaway dazugekommen sind. Wegen dieser, dem Knife. Und was habe ich ausgewählt? Die M4 war das jetzt, glaube ich, zuerst. Ich muss selbst reingucken. Habe ich mir schon aufgeschrieben? Nee. Es gibt übrigens morgen, nee, übermorgen im Livestream gibt es 2 AWPs. Wir haben die am Freitag jetzt gar nicht rausgehauen, weil nachts kaum noch einer da war. Es gibt dann am Dienstag im Livestream 2 AWPs, also für alle. Nur mal so noch nebenbei. Ja, in den Giveaways geht es aktuell um das Knife, um das, Gut Knife, Gamma Doppler, Gamma Phase 2, dieses lilane Gut Knife, gell? Darum geht's. Auf Twitch, das ist ein Twitch-Giveaway, und auf YouTube geht es um... Ich habe eine M4. Die M4 Nightmare, kann das sein? Naja. Das läuft ja x Tage. Ich habe es im Giveaway ja gesagt. Das ist das letzte Video, falls ihr jetzt gerade nicht wisst, wovon ich labere. Ich glaube, es läuft 10 Tage, ja. Aha, aha. Habt ihr hier schon eine Ahnung, was er hat? Naja. Ja, also willkommen an alle, die deswegen da sind. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich sage euch, dennoch... Wie ihr guckt, da ist was. Guck mal, das Blut. Ich sage euch aber direkt hier, also das hier ist kein... Also als Vorwarnung, das ist kein reiner CSGO-Kanal, ja? Hier kommen auch andere Dinge und das heißt für euch, wenn ihr bei dem Giveaway mitmachen wollt, dann müsst ihr auch oder solltet ihr halt, um eure Chancen praktisch gleichzuhalten mit denen, die überall reingucken, am besten alles halt anschauen. Ihr wisst, dass meine Videos an sich nicht lange sind, ja? Das längste auf meinem Kanal sind meistens die Overwatch-Videos, weil da hat manchmal 1,8 oder 9 Minuten geht. Oder wenn ich mal einen Podcast mache, aber die Podcasts, die kann man sich auch einfach anhören, die muss man sich nicht zwingend angucken. Und sonst sind meine Videos, vor allem die Macht-Spaß-Videos, die ich euch allen brutal ans Herz lege, Macht-Spaß-Videos immer angucken, die sind sehr, sehr kurz oft, also im Schnitt 5 Minuten. Und ich denke, das ist wirklich nicht so viel verlangt, dass man da mal reinguckt. Ich kann es verstehen, dass Leute sagen, interessiert mich nicht, ich will nur Counter-Strike sehen, aber dann müssen solche Leute halt auch verstehen, dass sie hier nicht gewinnen können, ja, wenn ich die Aktivität abgleiche und ich habe jemanden, der sich jedes Video anschaut und in jedem Video kommentiert und nicht nur irgendwie hi, sondern... Ah, cool, da fand ich es echt nice, wie du den einen oder oh, wie hast du das gemacht und cooler Effekt und was weiß ich. Irgendwas zum Video halt, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich habe jemanden, der alle paar Schalt ja mal in ein CSGO-Video reinschaut und da haben die anderen halt viel mehr einen Gewinn verdient, weil sie aktiver sind, wie jemand, der halt nur in ganz bestimmte Videos reinschaut. Ne? Ich denke, das ist verständlich. Zumal man auf keinen Fall vergessen sollte, dass auch der Gewinner am Ende
in irgendeinem Video angesagt werden kann. Also auch in einem Minecraft-Video zum Beispiel. Keine Sorge, ich mache da kein Minecraft-Video von einer Stunde und sag irgendwo da drin dann jemanden an. Wie gesagt, meine Videos sind wirklich kurz. Also wenn man das jetzt mit anderen Channels vergleicht, ich bin nicht so ein Channel, der irgendwie auf die 10 Minuten streckt. Alleine schon, weil ich auch keine Werbung zwischendrin mache. Auch die Videos, die bei mir über 10 Minuten gehen, haben keine... Also viele wissen gar nicht, was das bedeutet mit den 10 Minuten. Wenn du über 10 Minuten gehst, kannst du zwischendrin Werbung schalten. Ne? Davor geht, kannst du nicht, ich weiß nicht, ob man mittlerweile vielleicht doch auch dazwischen schalten kann. Aber früher war das Kriterium für wertvollere Zwischenwerbung, dass du mindestens 10 Minuten haben musst. Und davor ging es nicht. Vielleicht geht es mittlerweile, das weiß ich nicht. Aber bei mir hier gibt es eh nur unten diese Bauchbinden, ne? Diese Anzeigen, weil ich finde, die nerven halt nicht so sehr. Und rechts neben dem Video kann man Werbeplatz kaufen bei mir, ja? Das ist die einzige Werbung, die ich habe, weil ich für mich selbst zumindest noch nicht finde, dass ich weiß nicht, ich möchte nicht, vor allem, dass wenn meine richtig krass geschnittenen Videos am Laufen sind, dann möchte ich gar nicht, dass die unterbrochen werden. Ja? Ich konnte mir früher vorstellen, dass ich mal Content erstelle, wo ich dann wirklich im Video sage, so, und jetzt kommt kurz Werbung und da kommt dann ein Werbeblock. Und da fände ich es dann auch in Ordnung. Aber ich hasse es ja selbst, wenn ich mir ein Video anschaue, dann kommt Werbung. Trotzdem gönne ich die Leuten die Werbung, ja. Ich meine, man muss irgendwie Geld verdienen. Gerade Leute, die halt hauptberuflich, also nicht hauptberuflich YouTuber sind, aber die hauptberuflich halt Medienproduzent sind. Da ist es auch vollkommen in Ordnung. Und bei den Leuten, die ich schaue, habe ich auch keinen Adblock an, klar, weil ich ja will, dass die Geld verdienen. Trotzdem stört es mich selbst als Creator, dass mein Content... Ich möchte ja, dass mein Content am besten an einem Stück geschaut wird, zumal er ja gerade so kurz ist, der Content, ne? Da fuckst du mich ab, wenn da zwischendrin Werbung wäre. Würde mich das abfucken, ja. Darum ist es so, wie es ist. Und um nochmal zurück aufs Giveaway halt zu kommen, ich denke, es ist vollkommen in Ordnung. Für diese schmackhaften Skins, die es ja bei mir ständig gibt, immer und immer wieder, hier auch in dem Video, wenn ihr hier einen random Skin gewinnen wollt, ist jetzt nichts Großes, einfach irgendwas, ne? Blue Skin, vielleicht ein Stat-Track Blue oder Pipapo, vielleicht da was Lilanes, dann müsst ihr hier einfach nur kommentieren, ja? Einfach kommentieren, irgendwas. Ob der hackt oder nicht. Und unter allen Kommentatoren gibt es bei mir eigentlich unter jedem Video, ich sag's nicht immer, aber es gibt unter jedem Video irgendeinen Gewinner, der irgendwas geschenkt bekommt, ja? Und ich denke, gerade weil es hier so viel gibt und ich ja noch nicht mal verlange, dass man abonniert, ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja. Komm schon, komm. Ich will mich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, sondern ich will schmackhaft machen. Ich will es tatsächlich schmackhaft machen, dass man sich den Kram anguckt, weil ich mir wirklich, gerade bei den Macht-Spaß-Videos, viel Mühe gebe. Also, das hier, diese Overwatches, das sind die einzigen ungeschnittenen Videos, die es bei mir gibt. Die sind halt auch wirklich sehr mühelos. Beziehungsweise die einzige Mühe, die ich da reinstecke, ist die ich jetzt live mache beim Erzählen. Ja? Dass ich mich nicht großartig verhaspel oder sowas. Aber sonst, die Musik ist im Hintergrund noch an. Wow, das war's. Da ist wirklich nicht viel, Mühe mit dabei. Und trotzdem mache ich es gern, weil wir halt hier auch nochmal einen Grund dahinter haben. Wir können ein bisschen die Cheater basten, ne, und so weiter. Und viele sehen es halt einfach gerne. Deswegen mache ich es auch gerne, den Content. Gerade weil er auch gemütlich für mich ist. Aber bei diesen dickeren Videos, die ja meist viel kürzer sind wie das hier, wie diese Macht-Spaß-Videos, diese Zusammenschnitte oder auch die Twitch-Best-Offs, da gebe ich halt viel Mühe rein. Und da nehme ich mir dann einfach heraus, als Schenkerich, also als Skin-Verschenkender, dass man sich den Kram halt auch angucken soll, um halt was zu gewinnen. Keine Sorge, es hat sich niemand beschwert oder sowas. Das ist jetzt nur gerade das Thema gewesen, das ich sehr gerne anspreche, nachdem ich gerade wieder ein frisches Giveaway gestartet habe. Übrigens könnt ihr mal zählen, wie oft ich hier gespuckt habe, Alter. Ich habe hier drei fette Spucketropfen. Meine Nase ist noch so halb zu und manchmal verschleimt alles. Ich habe schon wieder voll gespuckt. Ach du Scheiße. Naja. Und mein Kopf ist die ganze Zeit abgeschnitten. Schön, dass ihr da seid. Kurzum, ja. Haut ordentlich rein. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir hasseln ganz genüsslich weiter, auch jetzt in dieser kurzen Zeit, oder nicht in der kurzen Zeit, aber in der schweren Zeit, wo wenig Zeit am Mann ist. Ich werde jetzt hier dann drücken, was ich drücken möchte, und wir gucken natürlich, dass wir wieder unter 10 Minuten bleiben. Also Bescheid. Haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen am Dienstag als Livestream.